Auch. Willkommen zu Alien Barbecue. Heute machen wir was außerordentlich Leckeres, ein Putenpilzragout. Und da brauchen wir ein bisschen Speckwürfel. Das hier sind so, etwas mehr als ein Esslöffel Thymian getrocknet, drei Knoblauchzehen, dann Pilze, Champignons, weiß und braun, können aber auch nur weiß sein. Wir brauchen rote Zwiebeln, ein bisschen Tomatenmark, Geflügelfond und davon reicht ein Glas nicht, also ich brauche das Doppelte später, 800 Milliliter. Das da ist meine eigene Gewürzmischung hierfür und Putenbrust, ja, ein gutes Kilo Putenbrust. Das Tomatenmark hatten wir schon. Okay, fangen wir an. Ich benutze hier wieder so eine kleine Edelstahlschüssel, weil ich darin die Putenbrust, die ich jetzt erstmal aufschneiden werde, drin ablege und später noch drin würzen werde, weil dann geht mir kein Gewürz verloren. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt das schon. Gut, die Putenbrust, die nehme ich einfach und schneide die einmal quer in der Mitte durch und klappe die dann auf und zerlege sie dann erstmal in zwei Hälften. Und ein Tipp, wenn ihr mit Geflügel arbeitet oder wie hier mit so einer schönen Putenbrust, nehmt euch ein Brettchen aus Kunststoff, kein Holzbrett. Ihr wisst, die ganz bösen Amöben, Bazillen, Bakterien, alles was euch auffressen und an euch nagen möchte, sammelt sich dann darin ab und das ist nicht schön. Nein, arbeitet hygienisch mit Geflügel, nehmt ein Kunststoffbrett, das ist einfacher zu reinigen. Gut, die Putenbrust ist halbiert, die schneide ich jetzt in drei gleich starke Streifen und dann werden die in ordentlich große Chunks geschnitten, also in richtig schön große Würfel, weil die großen Würfel machen auch große Männer satt. Gut, das mache ich jetzt fertig und dann wandert das ab in die Schüssel und wir freuen uns auf Würzen. Wer zum Beispiel jetzt keine Putenbrust zur Hand hat und möchte das nachkochen, der kann auch gerne einen schönen Schweinerücken nehmen. Ja, geht genauso gut, wird vielleicht hinterher nicht ganz so zart, aber funktioniert. Gut, alles geschnitten, auch die kleinen Stückchen kommen ins Schälchen, weil wir lassen hier in Jelly County nichts verkommen. Ja, und dann wird gewürzt mit der Gewürzmischung. Meine Gewürzmischung hier ist nichts anderes als Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel, ein bisschen Paprika, Koriander ist da drin und ein bisschen Sellerie. Und passt hervorragend dazu. Ihr könnt natürlich auch nehmen, was ihr möchtet. Das Ganze wird ordentlich gewürzt, also richtig kräftig, kann ja nie genug sein. Und die Finger, ja, die müssen natürlich jetzt gewaschen werden. Das Fleisch stelle ich beiseite, und aber nicht in den Kühlschrank. Ich lasse das auf Zimmertemperatur ruhig an der Seite stehen, dauert jetzt eh nicht mehr so lange. Gut, jetzt kommt das Gemüse. Wir machen uns erstmal ein bisschen Platz hier auf dem Brett und starten mit den Champignons. Und ich fange hier mal mit den Weißen an. Und die werde ich jetzt in feine Scheibchen schneiden. Dazu halbiere ich so einen Champignon einmal und schneide den jetzt richtig grob. Also das ist locker ein Zentimeter oder Zentimeter breiter Streifen. Sieht man hier jetzt mal. Ich zeige euch das mal. So, okay. Und das machen wir mit dem Rest der weißen Champignons. Die braunen, die werden wir etwas anders behandeln. So, die weißen Kollegen sind fertig geschnitten, dann kümmern wir uns jetzt mal um die braunen Freunde. Hier, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, auch wieder halbieren. Und diese hier, die braunen, die schneide ich in feine Scheibchen. Ich zeige euch das mal im Vergleich. Einmal hier so eine braune Scheibe oder einen braunen Champignon und einen weißen Champignon. Da seht ihr, der eine ist ein Zentimeter, der andere nur einen halben Zentimeter. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich brauche ein paar Champignons zum Anbrutzeln und ich brauche ein paar, die in der Soße hinterher gut aussehen. Und zum Anbrutzeln benutze ich die weißen, die werden also sehr viel an Masse, an Gewicht, an Dicke und an Stärke verlieren und darum schneide ich die dicker. Und die dünneren Scheibchen, die kommen erst später dazu, also im Prinzip dann, wenn das Ganze schon kocht, und die dürfen ruhig dünner sein und sehen einfach besser aus hinterher, anstatt so verkochte dünne Scheibchen, die von Anfang an dabei sind. Probiert es aus, ihr werdet verstehen, was ich meine.
Den Knoblauch, der wird einfach nur grob geschnitten und die Zwiebeln, die werden einfach geachtelt. Halbiert, nochmal halbiert, fertig. So groß dürfen die ruhig sein. Das gibt ordentlich Geschmack. Okay, das war's. Das Gemüse ist geschnippelt, Fleisch ist geschnippelt und gewürzt. Tada, wir können nach draußen gehen. Ab ans Feuer, endlich. So, Unmengen von Kohlebriketts lege ich da drauf. Keine Ahnung wie viel, ich mache das nach Gefühl. Da habe ich jetzt keine besondere Angabe. Muss wahrscheinlich auch nicht sein. Wir wollen anbraten, da brauchen wir richtig Dampf und Dampftopf. Ich benutze hier den 10 Zoll oder 10er Dutch Oven von Campchef, was auch sonst. Und da habe ich schon mal einen guten Schuss Öl drin und natürlich für Papa einen guten Schluck Bier. Export, natürlich, was sonst. Ja gut, den Topf, den lassen wir jetzt schön auf Temperatur kommen und fangen da mal an anzubrutzeln. Und zwar beginnen wir mit dem Fleisch. Das Putenbrustfleisch, das kommt portionsweise in den Topf. Nicht alles auf einmal, das kühlt durch den Topf sonst zu weit runter. Und das braten wir schön knackig kross von allen Seiten erstmal an. Anbraten, entsteht natürlich schon mal ein ordentlicher Duft hier draußen. Ah, das ist herrlich. Aber noch nicht fertig, weiter anbrutzeln lassen, das soll schön dunkel werden. So, zwischendurch mal schnell und clevererweise auf den Kochlöffel gewechselt. Und ich drehe die Fleischstückchen immer wieder und ihr sollt euch dabei auch Zeit lassen. Lasst euch Zeit, brutzelt das in aller Ruhe an. Bloß keine Hast hier draußen am Dutch Oven, das passt eh nicht dazu. Und darum immer schön weiter, ab und zu mal wenden und schön anbrutzeln lassen. Ja, die erste Fuhre ist eigentlich schon fertig und das da, das ist kein Produktionsfehler und das ist kein Zeichen schlechter Qualität, weil da was anbrutzelt. Nein, das ist der pure Geschmack, den wollen wir haben. Das sind Röstaromen in ihrer reinsten Form und das machen wir auch weiterhin. Das heißt, wir nehmen jetzt das Fleisch raus, geben jetzt auch kein neues Öl oder irgendwas dazu und braten die zweite Hälfte der Putenbrust an. Und ihr werdet sehen, da wird sich noch mehr unten absetzen. Aber keine Angst, später, wenn gekocht wird, wenn das köchelt, wird sich alles, was sich unten abgesetzt hat, lösen. Und dieser herrliche Röstgeschmack, diese Röstaromen geben sich natürlich ab in unseren Sud, in unsere Soße, in das gesamte Ragout. Und das ist ein Highlight. Und hier kann man es ganz gut sehen, da hat sich richtig was abgesetzt am Boden und wie können wir das jetzt lösen? Der erste Schritt ist, wir geben jetzt mal ordentlich Fett da drauf. Und wie geben wir Fett da drauf? Wenn ihr euch erinnert, wir haben Speckwürfel und das war richtig fetter Bauchspeck. Ja, und den ballern wir da jetzt rein. Habe ich ballern gesagt? Hallo Johnny. Okay, rein damit und den rösten wir jetzt auch erstmal schön an. Und ihr werdet sehen, da wird sich jetzt gleich so viel Fett sammeln, dass schon anfängt, diese angesetzten Röstaromen vom Boden zu lösen. Sieht man hier schon ganz gut. Und ja, dann geht's weiter. So, und wenn die Speckwürfel gut ausgelassen sind, langsam braun werden, geben wir die geachtelten Zwiebeln dazu. Und die brutzeln wir da jetzt auch so lange mit an, bis sie mindestens glasig sind. Am besten, dass sie schon wirklich braun werden. Wir wollen ja hinterher ein Ragout, ein dunkles Ragout haben. Und ja, das erreichen wir dadurch. Unter anderem kommt noch mehr dazu. Das ist herrlich. Ach, das duftet, Leute. Speck und Zwiebeln. Aber reicht nicht. Knobi rein.
Der wird jetzt auch ein bisschen mit angeschwitzt. Nicht ganz, dass er braun wird, aber er darf ruhig ein bisschen geröstet werden. Ja, man kann ganz gut erkennen, von dem, was sich da vorhin am Boden abgesetzt hat, ist nicht mehr viel übrig. Da wird sich auch weiterhin immer mehr lösen, bis einfach alles sich aufgelöst hat. Okay, alles ist angeschwitzt, Speck, Zwiebeln und der Knobi. Jetzt kommen unsere dicken Kollegen, die weißen Champignons, die wir dicker geschnitten haben, dazu. Und die werden auch richtig, richtig dunkel angebraten. Einmal durchrühren und dann geben wir den Thymian dazu. Getrockneten Thymian, den verteilen wir drüber, noch einmal durchrühren und dann brutzeln, brutzeln, bis der Arzt kommt. Ja, und zum Thema Anbraten, Anbrutzeln im Dutch Oven habe ich in einigen Gruppen auf Facebook gelesen, dass viele Leute damit einfach Schwierigkeiten haben. Sie können keine ordentliche Temperatur erreichen, um Fleisch oder sonstige Sachen richtig anzubraten. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht und komischerweise habe ich überhaupt kein Problem damit, wie man ja andauernd sehen kann. Ich tippe mal darauf, das liegt daran, dass ich hier so ein, ich nenne das mal Grillfass benutze und die Kohle nicht nur von der Seite Luft kriegt, nein, sie kriegt auch von unten. Sie steht ja auf einem kleinen gusseisernen Ross und kann auch kräftig Luft von unten ziehen. Und dadurch glüht die natürlich ordentlich durch. Und dadurch haben wir eine ordentliche Hitze, um sowas zum Beispiel zu erreichen. Wenn ihr eure Kohle einfach nur auf eine Steinplatte legt und den Topf da drauf, hat die Kohle, die außen ist, natürlich alle Vorteile. Und die inneren Kohlen, die werden nicht so viel Luft ziehen. Reine Theorie, vielleicht stimmt's. Wer weiß, macht euch Gedanken. Ja, wenn die Champignons so lecker angebrutzelt sind, dann gebe ich jetzt Tomatenmark dazu. Das mögen so etwas über 2 Esslöffel sein und brutzel das Tomatenmark auch einmal mit an. Und dann nähern wir uns schon langsam aber sicher dem Finale. Schon echt einen Hang zum Umrühren haben, wenn man das immer so sieht. Aber okay. Ja, das reicht. Das Tomatenmark ist auch schön angeröstet. Noch einmal schön glatt rühren und dann geben wir erstmal unseren Geflügelfond dazu. Ich würde jetzt hier auch keine Gemüsebrühe nehmen, weil ich möchte schon Geflügelgeschmack und nicht einen übermäßigen Gemüsegeschmack da drin haben, weil wir nehmen hier eigentlich außer Zwiebeln und Knoblauch so gut wie kein Gewürzgemüse wie Sellerie, Möhren oder sonstiges. Und das würde einfach den Geschmack der Pilze und natürlich der Putenbrust übertünchen. Und nee, das wollen wir nicht. Wir nehmen hier Geflügelfond, rühren das ordentlich durch, lassen das vielleicht einmal aufkochen. Und gleich, wenn ich das Fleisch dazu gebe, das kommt hier nämlich jetzt auch gleich da rein, stelle ich dann wirklich fest, ein Glas, also 400 Milliliter, waren nicht genug, reichen nicht. Darum habe ich clevererweise gleich ein zweites gekauft und das werde ich dann gleich noch mit dazugeben. Dann ist es allerdings auch wirklich genug. Sieht man jetzt ganz gut, ist zu wenig Flüssigkeit, also das Fleisch sollte in der Flüssigkeit und nicht auf der Flüssigkeit schmoren oder garen oder durchgaren und darum jetzt eben schnell noch zack das zweite Glas dazu und jetzt ist gut, jetzt sieht es gut aus, das Fleisch ist gut bedeckt, weil eine Ladung Zutaten haben wir da links unten noch liegen, die müssen ja schließlich auch noch rein und auch noch mit in der Flüssigkeit kochen und das ist jetzt genug, dann warten wir auf die Dinge, die da kommen mögen. Nämlich die dünn geschnittenen Champignons. Die können jetzt mit rein, die werden auch nicht mehr so kaputt schrumpfen, wie man es kennt. Klar werden sie kleiner werden, aber sie behalten immer noch eine ansprechende Optik. Und darum, wie am Anfang des Videos schon gesagt, die einen etwas dicker, die anderen etwas dünner schneiden. Die dicken zuerst, die dünnen zum Schluss. Okay, einmal durchrühren gleich, Deckel drauf und dann haben wir erstmal ein bisschen Pause. We'll be right back.
kleiner Tipp von mir, falls ihr mal vorhaben sollt, das nachzukochen, stellt vorher sicher, dass ihr gut befreundet seid mit euren Nachbarn, weil dieser Duft, wird sie absolut über den Zaun locken. Also aufpassen, entweder einen scharfen Hund oder einen freundlichen Nachbarn. Ja, hier noch ein bisschen filigrane Kleinarbeit. Also ich versuche das hier so ein bisschen platt zu drücken, damit das wirklich alles in der Flüssigkeit ist. Also alle Pilze irgendwie mit der Flüssigkeit in Berührung kommen. Und dann kommt der Deckel oben drauf und dann können wir uns mal so 30 bis 45 Minuten zurücklehnen und ja, nochmal ein Bierchen genießen und danach geht es dann weiter. Okay, Deckel drauf, nicht lange rumzappeln da. Wunderbar, auf geht's, Pause. Ja, und in der Kamera hier kann man ganz gut erkennen, ich bin mir wirklich für euch zu nichts zu schade. Es regnet langsam ja, vor sich hin und trotzdem stehe ich da draußen ungeschützt vor Wind und Wetter und koche für euch und für meine Familie. Ja, das sind jetzt so 35 Minuten später und ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Und wie gesagt, die dünn geschnittenen Pilze, die behalten ihre Form, die sehen doch immer noch gut aus. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Soße zu binden, also ein bisschen dicker zu machen. Und weil ich hier nichts Künstliches dran haben will oder irgendwelche Hilfsmittel, das heißt, ich nehme jetzt auch keine Speisestärke oder keine Ahnung, eine Mehlschwitze, die ich damit einrühre, nutzen wir einfach einen ganz einfachen Trick. Wir nehmen jetzt wieder den Deckel vom Dutch oben, legen den oben drauf, aber, na, wo ist er? Da kommt er. So, lassen da unten mal so einen ordentlichen Spalt. Da darf so 2-3 cm, lassen wir den Deckel offen stehen. Und weil das immer noch ordentlich vor sich hin köchelt, wird jetzt reichlich Flüssigkeit verdampfen und die Soße sich einreduzieren. Ja, und immer dicker werden. Und wenn wir sie so weit haben, dass wir sagen, haha, sämig genug, dann sind wir fertig. Ja, wir sind am Ziel angekommen. Das ist sämig genug. Da muss nichts mehr dicker werden. In der Küche köchelt mein Frauchen gerade ein paar lecker Salzkartoffeln. Ihr könnt dazu auch hervorragend Nudeln essen. Oder am zweiten Tag beim aufgewärmten Resteessen habe ich da Bratkartoffeln zugemacht. Hervorragend. Lasst es euch schmecken, Leute. Und glaubt mir, das Fleisch, hier sieht man es, ich kann es mit dem Löffel zerdrücken, ist so mürbe, so zart, das ist ein Genuss. Ja, es wird euch schmecken, dafür garantiere ich. Okay, ich freue mich, dass ihr wieder mal dabei wart, dass ihr mit mir gelitten habt, hier dieses Video zu schauen. Und ich hoffe, ihr kocht das mal nach und gebt mir ein Abo, gebt mir einen netten Kommentar, ganz viele Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und denkt an euren Nachbarn. Ich glaube, es gibt da immer noch ein paar, die immer noch nicht wissen, dass ich gute Videos mache. Bis zum nächsten Mal. Euer Jelly.